Und ein herzliches Willkommen zu einem weiteren Teil von Star Wars Kaufland Sammelkarten. Wir haben, wie viel haben wir? 8.2. im also Februar haben wir. Und ja gut, in Kaufland ist mittlerweile die Aktion seit langem vorbei mit den Star Wars Sammelkarten. Aber gut, ich hatte Mitte Januar habe ich noch einige bekommen. Hier, da haben wir, hier haben wir noch ein paar. Ich glaube, das sind auch wieder so 34 Packungen oder 32 Packungen, irgendwie sowas. Und ja, die wollte ich mit euch auch wieder zusammen aufmachen. Noch dazu habe ich ja von meiner, habe ich euch ja angekündigt, von meiner Arbeitskollegin habe ich noch welche gekriegt. Da hat sie mich ja gefragt, was ich denn für welche noch brauche. Da habe ich ihr welche habe ich ihr gesagt, welche ich brauche. Dann hat sie mir die hier mitgegeben. Da sehen wir hier schon, das ist einmal der Chewbacca, der hat mir ja noch gefehlt. Dann hat sie mir einen Schneetrubler noch gegeben. Also sie hat mich gefragt, ob ich Glitzer brauche oder ohne Glitzer. Da habe ich gemeint, Glitzer wäre schön, aber wenn es geht, auch beides. Damit ich beides habe. Und ja, General Hux hat uns auch noch gefehlt. Die Rey. Die Rebell-Allianz hat mir noch gefehlt. Yoda an sich. Wir hatten ja schon mal einen Yoda, aber einen anderen. Dann haben wir hier nochmal Glitzer. Also, ne, Holo, General Grievous, sehr schön. Und nochmal Kylo Ren in normal. Das heißt, den kann ich jetzt endlich auswechseln. Und ja, das waren die, die mir meine Arbeitskollege mitgebracht hat. Und da fangen wir jetzt, denke ich mal, an. Und zwar mit Packung Nummer 1. So, hier, Packung Nummer 1. Und machen wir mal auf. So, nochmal ein Sturmtruppler, okay, und das andere ist verkehrt rum. Den Sturmtruppler haben wir, glaube ich, schon. Genau, den Yoda hatten wir vorher auch schon, aber jetzt haben wir die natürlich wieder doppelt. Sehr klar. Packung Nummer 2. Drehen wir mal um. C3PO hatten wir schon und wen haben wir hier? Es ist Captain Phasma. Okay. Also ich würde jetzt mal sagen, alle Karten in Holo kriegen wir auf jeden Fall nicht mehr. Ich glaube, die Chance, dass man wirklich alle in Holo bekommt, ohne tauschen, sage ich jetzt mal, das kann man vergessen. Da muss man ja keine Ahnung, wie viele Einkäufe gemacht haben. So, da haben wir den X-Flügler und Sturmtruppler. Die hatten wir auf jeden Fall auch schon. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, welche mir noch alle fehlen, nachdem ich jetzt die von meiner Arbeitskollegin noch bekommen hatte. Da weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr, was mir noch fehlt und was nicht. Aber manche sind mir in Gedanken geblieben, so wie BB-8. Und wen haben wir da? Es ist der Finn. Da muss ich dann echt nochmal nachgucken, mal ein Sammelalbum. Da mein Holo ist glitzert. Sehr schön, das drehen wir mal um. Wen haben wir da? Es ist schon wieder BB-8. Und wen haben wir in Holo? Der Millennium Falcon, den habe ich jetzt doppelt. Doppelt in Holo. Alles klar. Hupala. Entschuldigung. So, doppelt in Holo. Kommt dann später eine Hardcase bei mir, logischerweise. So, was haben wir? Wir haben einmal Poe Dameron und einmal Luke Skywalker. Die hatten wir auch schon oft. Aber wir haben ja noch einige Karten zum Auspacken. Es ist Rey und Obi-Wan Kenobi. Mittlerweile spiele ich ja auch Star Wars Jedi Fallen Order auf dem PC. Oh, die Kopfgeldjäger. Ich weiß gar nicht, ob ich die schon habe. Ist auch wieder eine Gruppe und der normale Millennium Falcon. Bei der bin ich mir unsicher, ob ich die schon habe. Die tue ich mir mal gesondert hinlegen. Ich bin so froh, dass diese Kassiererin so großzügig war und mir einfach hier so einen ganzen Packen mitgegeben hat.
Weil so viel haben wir jetzt auch nicht gekauft im Kaufland. Ich habe da einfach nur gefragt, haben Sie noch Star Wars Karten? Das war ja, ja, ja. Und gib mir das einen ganzen Stapel. Da hat nochmal echt Glück gehabt. Sturmtruppler und Leia Organa. Die kennen wir natürlich auch mittlerweile mehrfach. Mich würde es ja gerne mal interessieren, ob es irgendwo eine Liste gibt, welche Karten am seltensten sind. Ich meine, klar, Holo-Karten sind am seltensten, aber auch welche Holo-Karte vielleicht die seltenste ist. Oh, da glitzert es schon leicht. Schauen wir gleich mal weg. Wen haben wir hier? Hier ist Captain Phasma. Und wen haben wir? Es sind... Oh, die Galaktische Republik. Sehr schön. Ein Gruppenbild als Holo. Klasse. Es ist der Finn. Und da haben wir auch unseren eigenen Chewbacca. Natürlich werde ich die Karte eher behalten für mich. Zumindest für meine Sammlung, weil die ist jetzt am neuesten, sage ich jetzt mal. Ich weiß, ja, die sehen zwar auch noch gut aus, die Karten von meiner Kollegin, aber irgendwie... Ja gut, will ich lieber doch so neu wie möglich. Da haben wir schon wieder einen Sturmtruppler. Die kriegen wir irgendwie oft. Ah ne, der Schneetruppler. Ja cool, wieder was, was meine Kollegin mir gegeben hatte. Oh, die Klonsoldaten. Ich glaube, die hatte ich auch noch nicht. Ja geil. Super, wieder zwei Stück so gesehen für mich neu. Oh, da haben wir den jetzt auch zumindest ohne Holo. Klasse, den hatte ich auch noch nicht. Also nicht ohne Holo hatte ich den noch nicht. Und den Pödemon wieder. Klasse, der ist für mich so gesehen neu. Ich hoffe ja insgeheim einfach nur, dass wir generell mein Sammelalbum vollständig kriegen. Auch ob wir jetzt alle Holo kriegen oder nicht. Einfach nur Sammelalbum. Also ist schon wieder Chewbacca. Und die Janna. Haben wir beide jetzt schon, auf jeden Fall. Und wir haben wieder einen Glitzer dabei. Jawoll! Also, Captain Phasma kennen wir schon. Und es ist Yoda. Ja, cool. Geile Sache. Wir kriegen jetzt noch ein paar Holo mit dazu. Das finde ich schön. So, das ist Shit-Truppler. Und was republikanisches Kanonenboot, das haben wir jetzt auch schon öfter. Also die hatten wir beide schon. Aber immerhin, drei neue Holo haben wir schon mal. Das ist gar nicht mal so verkehrt. So, der Schnarschneider. Und die Galaktische Republik noch einmal. Sehr gut. Wenn ich gerne noch jemanden Holo haben würde, ist es gern Darth Vader. Aber bis jetzt sieht es leider nicht so danach aus. Aber wir haben ja noch ein paar. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 Packungen. Immerhin. Es ist Yoda und die Ritter von Ren. Ja, die kennen wir schon beide. Jawoll! Eine Glitzer! Eine Holo! Der Finn! Jetzt weiß ich gar nicht, ob ich den schon hatte, den Holo. Wenn ja, haben wir den das doppelt. Aber klasse! Sehr schön! Alle Holos zu mir, bitte! Das wäre jetzt geil, wenn ich jetzt noch in jeder Packung eine Holo hätte. Ob man nochmal so ein großes Glück haben könnte und in jeder Packung zwei Holos, in einer Packung mal zwei Holos? Nee, ne? Okay. Nee, ich glaube, die Möglichkeit gibt es bestimmt nicht. Das wäre wirklich ein ultimativer Glückstreffer, wenn man in einer Packung zwei Holos hätte. So, Han und Chewie und Do. Okay. Manchmal zieht sich die Verpackung wie Kaugummi. Oh, da ist wieder eine Holo drin.
Es ist Captain Phasma. Hatten wir, glaube ich, schon, oder? Ich weiß es nicht. Und Obi-Wan Kenobi. Ah, hier haben wir jetzt wirklich mal eine richtig gute Holo-Ausbeute. Da haben wir echt viele gekriegt. Oh cool, die hatte ich auch noch nicht. Die Ray. Also so eins in dieser Karte, Position. Geil. Beziehungsweise die habe ich, glaube ich, von meiner Kollegin noch bekommen. Aber jetzt habe ich natürlich neue. Ungebraucht. Ihre Kinder haben die ja gesammelt. Also ich weiß ja nicht, wie sie mit ihren Fingern da dran gegangen sind. Beim letzten Mal aufmachen hatte ich ja, oder auch beim ersten Teil, hatte ich natürlich auch keine Handschuhe an. Allerdings habe ich da extra vorher Hände gewaschen. Meine Hände sind dann immer furztrocken. Also Fettflecken, Datscha können da dann nicht drauf sein. Okay, die beiden kennen wir natürlich auch schon. Chewbacca und Shitrubler. Aber diesmal kam ich halt mal wieder dazu, mir Handschuhe mitzunehmen. Vor allem, weil ich jetzt eben auch, wie gesagt, keine Hände gewaschen habe. Hatte ich jetzt keine Lust davor noch. Ich wollte die Zeit nutzen, um das jetzt hier aufzumachen. Das Video muss ich ja dann doch auch wieder bearbeiten. Obi-Wan und Do, die kennen wir natürlich schon. Do-Of. Schon wieder Do-Of. Und Han und Chewie. Okay. Jetzt geht's ganz schön los hier mit Doppelkriegen. Ja, so viele fehlen mir auch nicht mehr, ja. Das ist schwierig. Wenn einem von ein paar 40 nur noch eine oder zwei Karten fehlen, die Chance ist gering, die zu kriegen, auch wenn sie kein Holo ist. R2-D2 hatten wir schon und es glitzert wieder. BB-8. Ich glaube, die in Holo hatte ich auch noch nicht, BB-8. Ich weiß es gar nicht. Wonderful! So, wir kommen zu den letzten vier. Vier Packungen haben wir noch. Kriegen wir noch Darth Vader in Holo? Das wäre geil. Den hätte ich echt gerne in Holo. Es ist halt einer der berühmtesten Figuren von der Star Wars Saga einfach. Mit Darth Vader kann jeder was anfangen. Weiß jeder direkt Bescheid, um was es geht. Hier haben wir schon mal keinen Holo. Sturmtruppler und Yoda. Haben wir beide schon. Die letzten drei. Was haben wir? Kopfgeldjäger und The Predameron. Okay, alles klar. So, die vorletzte Packung. Wen haben wir? Es ist Boba Fett und Obi-Wan Kenobi. Schade, habe ich beide auch schon, logischerweise. So, wir kommen zur letzten Packung, zu der ich jemals kommen werde. Danach komme ich nie wieder zu so einer Packung. Die gibt es nämlich nicht mehr bei Kaufland. Ich war da zuletzt jetzt die Woche. Also jetzt die erste Woche vom Februar auf jeden Fall. Und da habe ich jetzt auf jeden Fall nochmal angefragt, habt ihr noch Star Wars Karten? Aber da haben sie gemeint, nee, ist vorbei, haben sie nicht mehr. Schade. War ja auch klar, also ich sag jetzt mal, die Saison dieser Karten war ja schon Anfang Januar, in der ersten oder zweiten Januarwoche vorbei. Und dann gab es nur noch so die Ausläufer, die sie noch hatten. Aber an sich war es da auch schon vorbei. Jetzt haben wir Mitte Februar fast. Okay. General Grievous und Poe Dameron wieder. Leider keine weitere neue Karte. Aber okay. Sehen wir uns gleich wieder, wenn ich hier jetzt ein bisschen aufgeräumt habe und meine gesamten Kartensituation euch präsentiere. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. So, wie wir sehen, die komplett erste Seite, Episode, wie auch immer, wie man es nennen mag, habe ich jetzt komplett. Mir hat nur noch eine Karte gefehlt, die haben wir zurückbekommen. Und dann gehen wir direkt zur nächsten Episode. So, hier. Eine Karte hat uns gefehlt. Nämlich die Rebell-Allianz. Die haben wir jetzt auch neu dazugekriegt. Vollständig. Yeah. Das nächste. Da haben mir vier Stück gefehlt. Eins, zwei, drei, vier. Habe ich alle vier bekommen. Wunderbar. Vollständig.
Machen wir so. Ja. Yeah. Und dann das letzte. Da sieht man schon direkt. Schneetrupler haben wir bekommen, was uns noch gefehlt hat. Kylo Ren, die 41, fehlt uns so gesehen. In normal. Ich habe es nur zweimal in Holo. Das heißt, eigentlich könnte ich eine Holo wieder reinstecken. Und dann hätte ich das komplette Set eigentlich vollständig. Und nun nochmal die Nahaufnahme von allem. Wir fangen natürlich ganz vorne an. Mit Padme, Anakin Skywalker, Obi-Wan Kenobi. Dann geht's weiter mit Darth Maul, R2-D2 und General Grievous. Wenn ich es richtig ausspreche. Dann haben wir die Klonsoldaten, Yoda, die Galaktische Republik. Dann haben wir das republikanische Kanonenboot, den Slave One und königlicher Sternkreuzer der Naboo. Damit ist die erste Reihe fertig. Dann kommt das nächste dran. Da haben wir Sturmtruppler, Darth Vader, Boba Fett. Dann kommt der Millennium Falcon, der T-Jäger und der X-Lügler. Dann haben wir das Galaktische Imperium, Rebel Allianz, Kopfgeldjäger. Und die letzte Reihe, Han und Chewie und Yoda und C-3PO und R2-D2. Wunderbar, vollständig, sehr schön. Das nächste. Da haben wir Rey, Poe Dameron und Finn. Dann sehen wir natürlich auch schon C-3PO, R2-D2. So. Und BB-8. Die nächste Reihe fängt wieder mit der dunklen Macht dann an. Captain Phasma, Kylo Ren und General Hux. Und letzte Reihe von der Serie Luke Skywalker, Chewbacca und Leila Organa. Und dann kommen wir zum letzten. Es ist einmal Finn, Rey und Poe Dameron. Dann haben wir Jenna. Und Kylo Ren. Und Sori. Dann kommen wir weiter und haben den Sturmtruppler, den Sith-Truppler und den Schneetruppler. Wunderbar. Und die letzte Reihe, BB-8, die Ritter von Ren und D.O. Damit hätten wir hier das alles komplett. Sehr schön. So gesehen vollständig, bis halt eben auf eine Nicht-Holo-Karte. Die kriege ich bestimmt auch noch irgendwie. Und dann gehen wir natürlich weiter runter und dann haben wir unsere Holo-Sammlung. Ich habe es natürlich sortiert mit dazu passend auf den Seiten. Hier haben wir halt die meisten, glaube ich. Nee, doch nicht. 5 Stück. Der General Grievous. Yoda. Die Galaktische Republik. Und ein republikanisches Kanonenboot und Slave One. Dann gehen wir zum nächsten rüber. Da haben wir eigentlich so gesehen nur zwei. Einmal den Millennium Falcon und das Galaktische Imperium. Und den Millennium Falcon haben wir doppelt. Dann geht's rüber zum nächsten. Da haben wir einmal den Finn. Den hatten wir eben doch noch nicht. Captain Phasma hatten wir sogar auch noch nicht. Und unseren Kylo Ren. Genau. Den haben wir übrigens auch doppelt. Genau, den habe ich auf der Rückseite. So. So, den haben wir auch doppelt. Dann gehen wir rüber zur letzten Seite. Hier habe ich die meisten. So gesehen 7, wenn man die doppelte Kylo Ren Karte mitzählt. Aber insgesamt 6 Stück. Da haben wir einmal den Finn, die Jenna. Der Kylo Ren, wie gesagt. Und die drei, der Schneetruppler, BB-8 und die Ritter von Ren. Und somit war es es auch in dieser Hinsicht mit Star Wars Kaufland Sammelkarten. Genau. Gehen wir noch ein bisschen zurück, damit man das Ganze mal vielleicht mal komplett sehen kann. Und ja. Und mit diesem Bild, mit meinem Kabelsalat ganz unten, verabschiede ich mich mit Star Wars Kaufland Sammelkarten. Ich danke euch fürs Zuschauen, ich hoffe es hat euch gefallen und ich hoffe ich krieg es halt noch zu vollständig mit zumindest den ohne Holo, dass ich den Kylo Ren da nochmal als ohne Holo bekomme. Und separat werde ich euch nochmal ein Video zeigen, welche ich doppelt habe und zum Tausch bereit bin. Da könnt ihr sogar in den Kommentarfunktionen dann logischerweise was dazu schreiben. Ob dann können wir vielleicht tauschen oder
Ihr könnt auch meinen doppelten abkaufen, wie ihr möchtet. Okay, danke fürs Zuschauen. Vergesst kein Abo und ein Abo. Vergesst kein Abo und ein Abo und vergesst kein Daumen hoch und dann sehen wir uns hoffentlich auch bei meinen Let's Plays. Und vielleicht, falls ich es immer irgendwann mal komplett kriegen sollte, sehen wir uns auch nochmal kurz. Mal gucken. Dankeschön und tschüss!